Und Servus Leute, hier sind wir wieder mit den Chaoskriegern unter Echaon. Laufen immer noch weg vor Karl Franz, Feldherrgeld und Co. Zwei riesigen Armeen, die wir hinter uns herziehen durch den Norden. Angefangen hat die Verfolgungsjagd hier. Vor den Toren in Kislev, die Stadt hatten wir schon so gut wie in der Tasche. Hatte nur noch drei Runden, bis er verschleißlos ging, sieben Runden, bis die Stadt aufgegeben hätte. Und wir uns gar nicht mit der großen Garnison, die da drin ist, die wirklich sehr groß ist. Können wir gerade gar nicht mehr sehen. Hätten wir es gar nicht mit denen rumschlagen müssen. Aber nee, dann kamen hier zwei riesige Armeen, Karl Franz, Balthasar Geld. Und haben uns da vertrieben, weil die uns definitiv fertig machen würden. Aber ihr seht, die erleiden Verschleiß. Und seitdem verfolgen die uns wirklich. Die sind hinter uns her. Ganz krass, das ist nicht zu übersehen. Jetzt macht es eigentlich nicht, wenn ich mit denen noch ein bisschen marschiere. Die Runde nicht beendet. Ja, jetzt brauchen wir, wie gesagt, ein paar Raids. Yogg-Tarkon haben wir gerade geraidet. Festung. Wir dürfen halt nicht zu lange belagern, weil die uns sonst einholen. Wir müssen kämpfen, raiden, kämpfen, erobern, damit wir mit dem Geld hier eine neue Armee da drüben aufbauen können. Mit beiden Armeen können wir dann Karl Franz und Balthasar Geld vielleicht schlagen. Nachdem sie auch ihren Verschleiß erlitten hatten. Haben wir zwar eine Armee vom Ostland, es ist nicht so schön, nochmal Verluste zu erleiden in so einem großen Gefecht, aber wenn es nicht anders geht, müssen wir das machen. Mit dem Kopf durch die Wand lautet jetzt die Devise der Chaos. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Das Imperium war dran, ist aber nicht in unser Sichtfeld gelaufen. Jetzt kommen die Zwerge an, ist irgendein Held. Hat jetzt irgendeine Heldenaktion mit uns vor? Ein Attentat hier ausübt. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten. Ja, schön, das hoffe ich doch. Weiß vier verschiedene Siedlungen nieder. Okay, ja, haben wir schon ein bisschen Geld bekommen. Yogg-Tarkon haben wir auch niedergerissen. Wahrscheinlich auch Geld dabei. Reißt acht verschiedene Siedlungen nieder. Ist hier das nächste Ziel. Okay. Sabotage, mein Fürst. Eine feindliche Macht hat einen Helden entsandt, um eure Herrschaft zu sabotieren. Aha. Dies ist ein Kriegsakt, der geahndet werden muss. Ja, wir sind eh schon im Krieg. Ich meine, ich habe zuerst den Krieg begonnen. Aber ich kann mit ihm nichts machen oder so. So ein Helden. Okay. Also der verfolgt uns jetzt und nervt uns ein bisschen. Das wünscht sich doch jeder. Könnt ihr nochmal angreifen? Raubwert 831. Aber ich hab Angst vor dem Imperium, was dann kommen könnte. Hier lagen wir jetzt mal einen Schlager. Lagen wir jetzt mal einen Schlager auf. Und, ach ja. Das ist dann auch mal eine ganz eigene Horde mit eigenen. So, so. Dann schlagen wir kein Lager auf, sondern müssen eigentlich nochmal irgendwas raiden. Habe ich schon alles abgerissen. Ja, soll ich jetzt mit einer Barbarenhorde wieder rumstreifen? Das kann doch nicht sein. Was mache ich jetzt mit dem Kerl? Ich kann nur Chaosbarbaren. Okay, die sind ja recht günstig. Dann mache ich das doch mal. Können wir zumindest vielleicht hier. Kislev hat so große Garnison, irgendwas hinterherlaufen und Yogg-Tarkon nochmal raiden oder so. Wenn das Imperium uns hier über die Berge verfolgt. Boah, mehr können wir da noch nicht machen. Einheiten transferieren ist jetzt auch nicht so einfach, weil ich dann wieder in die Nähe gehen muss und dann Verschleiß erleide. Ja. Gucken, Bord Karak kommen wir nicht dran. Hier sind auch wieder die Ostlande. Hier wären die Vager gewesen, das ist eine größere Armee. Das ist dagegen, dass ich jetzt hier stehe. Lager aufschlagen. Kriege ich hier wieder ein paar Truppen dazu, ist nicht schlecht. Und dann können wir mal schauen, ob der Imperium uns immer noch verfolgt oder ob sie sich wieder abgemacht haben bei dem ganzen Verschleiß. Auf jeden Fall, sie standen hier und haben es nicht bis hierhin geschafft, unser Sichtfeld. Also es könnte genauso gut sein, dass sie so umgedreht haben. Wobei die das wahrscheinlich auch gesehen hätten. Wahrscheinlich sind die einfach nur ein paar Meter nach vorne gelaufen. Wir werden es sehen. Da, okay, ja. Laufen aber nicht dahin, wo wir sind. Was haben die vor?
Ostande laufen weg vor unserer Armee, habe ich nichts dagegen. Ich meine, wir können sie besiegen, wenn wir wollen. Jetzt kommt der nächste Held und will hier irgendeine Aktion mit uns machen. Das ist echt nervig. Hoffentlich, ja, ist dabei gestorben, glaube ich. Einheit angreifen. Kritisch gescheitert. Und wurde obendrein beim Fluchtversuch verwundet. Okay. Plündert. Hab ich? Ich hab die geplündert. Ist ja frech. Ey, war doch voll dabei. Ich hab die. Hab ich die nicht geplündert? Doch, hab ich doch bestimmt. Ja, hab ich. Egal. Jetzt können wir Bordcharakter plündern. Wir sind nämlich wieder dran. Also das Imperium steht hier. Wir können jetzt nicht zurücklaufen und Jogtraken plündern, sonst hauen uns die Armeen von Balthasar Geld und Karl Franz auf die Schnauze. Können jetzt quasi schon wieder ins Imperium einfallen. Wenn wir Katz und Maus spielen, trotzdem noch schön offensiv sein. Ist doch super. Dann auch bald wieder Sachen fortbilden. Der Bevölkerungswachstum wächst und wächst. Ich denke mal, wir würden dann das Lager wieder fortschreiten, damit der Unterhalt sinkt und wir ja, mehr Optionen haben, was so bessere Gebäude angeht. Also wieder Stellung. Keine. Und Kasid Bordka. Ah, das ist schon niedergebrannt. Och nö. Dann, wenn wir nach Kakadrak laufen, kommen wir wieder näher ans Imperium, weil wir einmal rum müssen. Und außerdem kommen wir näher an Vaga. Oder wir machen einfach Vaga fertig. Aber einfach ist gut. Die sind wahrscheinlich immer noch mega stark, ja. Aber wir sind ein Ticken stärker. Ein Ticken stärker. Allerdings ist das Imperium dann schön da. Wieder mal eine schwere Entscheidung. Hier können wir auch vage Sachen raiden. Wahrscheinlich ist die safere Option hier, nach oben durchzugehen. Ja, gehen wir mal auf zum Turm von Krak. Hagerot, den wir übrigens umbenennen können, falls ihr irgendwelche Ideen habt, ne? Bescheid sagen. Ich nehme jetzt wahrscheinlich ein paar Folgen am Stück auf, aber wenn ihr unter der Folge dann reinschreibt, kann es sein, dass die nächste Folge noch nicht den Namen dann hat, aber irgendwann erscheint der Name auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt noch keine konkreten Pläne leider, deswegen weiß ich nicht, wie viel wir hier rekrutieren wollen. Die Horde wächst halt noch sehr langsam. Änderung pro Runde 1. Ja, aber wenn wir halt nichts erobern, können wir daran auch erstmal nichts ändern, da ich keinen Hordenwachstum ihm hier geben kann. Irgendwo muss noch Hordenwachstum, genau. So Sachen halt. Oder Folge. Das kriegt er alles nicht. Wenn wir nichts erobern. Allerdings, wenn wir irgendwo hinlaufen, laufe ich Gefahr, ihn zu verlieren. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Ich denke mal, ich werde noch zweimal Barbaren rekrutieren. Und dann versuchen, vielleicht Sjoktraken, wenn ich ja nochmal davor bin, davon abhängig, vielleicht nochmal rekrutieren, dahin laufen. Da werden die Imperialen wohl noch irgendwie hier sein und nicht uns schnappen. Denke ich mal so ganz naiv. Keine imperiale Bewegung gesehen. Ihr vielleicht? Ah doch, da sind sie ja. Direkt vor der Schnauze. Also verfolge uns weiterhin munter. Erleiden immer noch Verschleiß. Never. Den ich jetzt aber gar nicht so sehe. Ich glaube, die waren schon wenige. Und der Rest, so also viel passiert da irgendwie nicht. Vielleicht sind die ziemlich immun dagegen. Weil die alle so überkrass sind. Hm, unfair. Hier schon alles niedergebrannt. Meine Güte, was denn hier passiert? Also es war, glaube ich, eine gute Idee, nicht hier hinzulaufen. Sonst wären wir hier so ein bisschen gefangen gewesen. Ich weiß nicht, ob wir da noch entkommen wären. Wie gesagt, wir brauchen entweder seine Armeen geschwächt von Verschleiß oder unsere hintere Armee, zumindest eine große Barbarenhorde, damit wir eine Chance haben, es mit denen aufzunehmen. Das heißt aber, dass wir hier wieder marschieren können. Da jetzt die anderen da weg sind. Vorerst. Wir können auch wirklich marschieren eigentlich. Anlegungspunkte ausnutzen, da wir hier erstmal nicht in den Kampf verstrickt werden, ist ja alles niedergebrannt.
Kommen jetzt dann langsam wieder Richtung Nord, das haben wir ursprünglich vorgehabt. Zu der Wagerstämme her, das sieht nicht so aus, als wären hier große, große Garnisonen drin, das sind nur so kleine, oder Türmchen in dem Fall. Es kommen noch imperiale Helden natürlich dazu, warum auch nicht. Zumindest hatten wir eine Runde zwischendurch Zeit, mein Lager aufzuschlagen und wieder... Schwertbucht. Runden bis zum Abschluss 10. Oh, klingt nicht schlecht, Hauptsache weg vom Imperium. Warum sollten wir nicht einfach mal hier durchstreifen und da ein bisschen dem Wager den Schneid abkaufen? Wir haben oft die Option gegeben, sich mit uns zu versöhnen, das wollte er aber nicht. Wie steht es denn jetzt eigentlich mit Scalinger? Mögen uns immer noch nicht. Oh, Scalinger ist ganz schön stark geworden. Wow, Respekt. Respekt. Da ist ein Scalinger-Armee. Na, auf jeden Fall, solange wir keinen Krieg mit denen haben, ist ja alles gut. Wir können jetzt mal wieder raiden, endlich. Und ja. Ja. Also, ich bin halt so ein richtiger Kampagnenspieler. Ich will bei sowas einfach immer automatisches Gefecht und schnell geht's weiter. Aber. Also. Ihr müsst mal sagen, ihr wollt immer schöne Schlachten sehen und ich meine, in dem Fall ist es ja keine unbedingt schöne Schlacht. Ich habe meine ganzen Chaoskrieger, die überrennen das Ganze. Und dann dauert so eine Schlacht halt doch eine Viertelstunde oder so, weil ich ja alles schön richtig machen will. Dann auch die einen verfolgen will. Deswegen gehe ich hier bei sowas immer automatisch Gefecht und mit quasi null Verlusten. Verloren 60. Und ja, er verloren alle. Kann ich hier easy dann vormarschieren. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Oh, ich werde schön reich, sehr gut. Oder Hordenwachstum brauchen wir gar nicht mehr. Einen Stamm erwecken. Nee, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen das Geld. Effekte. Oh, Kontrollverlust gibt's. Wusste ich gar nicht. Kontrollverlust ist ziemlich böse bei Warhammer Fantasy. Aber wie gesagt, genau, was wollte ich. Oh, die Chaosbruten. Okay, das ist jetzt so ein Argument. Die Chaosbruten sind kurz vor Tod. Das heißt, die nächste Schlacht werde ich nicht. Wir sind im Sumpfgebiet und haben deswegen Verschleiß, okay. Schwertbucht wollen wir hin. Ja, bei der nächsten Schlacht werde ich nicht automatisches Gefecht machen, weil ich nicht will, dass die Chaosbruten ganz sterben. So, jetzt sind wir raus aus dem Verschleiß. Das Sumpfgebiet, bis wohin geht denn das? Hier so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir raus, dann ist ja alles gut. Das Imperium lungert irgendwo hier rum. Hier ist immer noch nichts wieder aufgebaut. Da muss immer jemand hinlaufen. Und ja gut, Kislev hat keine Mittel, um ihre seine Städte wieder aufzubauen. Genauso hat Vaga nicht die Mittel, um die Frostlande wieder aufzubauen. Wir können nichts aufbauen, da wir eine Horde sind. Never stop. Genau, das Imperium ist irgendwo da. Das heißt, wir können jetzt hier kein Lager mehr aufstellen. Okay, aber wir sind eh schon im Marschiermodus, sehr gut. Hatte ich vergessen. Ja, dann sehen wir mal. Sjoktragen, was ist das für eine Garnison? Ja, brauchen wir ein bisschen mehr Barbaren noch, aber dann können wir da auch mal wieder ein bisschen Geld mit denen da drüben selbst rein in die Kasse spülen. Was machen wir hier? Unten Heilzeit, ja, sind wir optimistisch, dass mein Typ nicht stirbt. Danach Blitzschlacht, Verschleiß. Nee. Was gibt's denn hier? Ja, machen wir doch mal Führerschaftseffekte. Das ist auch nicht schlecht. Brauchen wir mal so ein paar Grundfähigkeiten, da hatten wir noch gar nicht alle. So. Damit ist alles gemacht für die Runde. Imperium haben wir nicht gesehen. Sind weit genug weggeritten. Ja, die scheinen ganz schön langsam voranzukommen. Also wir rennen auf jeden Fall schneller vorwärts als sie hinter uns her.
gleich, weil die mit zwei Armeen immobile sind. Wir hatten ja stimmt am Anfang der irgendwie mit dem Seuchenhüter, mit Nörgel da so einen Effekt, dass wir mehr Bewegungsreichweite haben. Das macht sich bezahlt. Kommen hier dran, können kämpfen. Und das werde ich ausspielen, meine Freunde. Das werde ich ausspielen. Jo. Das sind nämlich so viele, dass wahrscheinlich meine Chaosbruten sterben würden, wenn ich auf ein magisches Gefecht gehe. Also, bekommt ihr eure Schlacht. Und alle sind zufrieden, sehr gut. Ivardal. Jetzt sehen wir meine riesige Chaoskriegerflut. Ich finde übrigens schade, dass es scheinbar in Warhammer Total War nicht oder noch nicht gewisse Einheiten gibt von den Kriegern des Chaos, die es in Warhammer Fantasy gibt. Das sind übrigens sehr, sehr coole Einheiten, also absolut coole Einheiten. Zum Beispiel die Schädelbrecher. Das sind Reiter des Korn, blutrünstige Krieger in dicken, dicken Rüstungen. Also quasi nochmal dicker gerüstete Chaoskrieger auf einem dämonischen Reittier, was quasi nur aus Metall und dämonischer Seele besteht, also eine absolute Panzerbestie. Weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber die sind auf jeden Fall richtig, richtig hart und hauen richtig rein im Warhammer Fantasy. Da finde ich ein bisschen schade, dass es die hier nicht gibt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und außerdem, es gibt auch zum Beispiel keine Chimäre. Das sind so kleinere Gebirgsdrachenartige Wesen, die drei Köpfe haben und ja, eben ziemlich reinhauen. Das sind keine Drachen, aber sehen ein bisschen aus wie Drachen. So, mal gucken, wo er seine Kavallerie hat, dass ich die da ein bisschen abfangen kann. Mal schauen auf seinem Gaul. Oder? Ja, sehr gut. Sam Gaul. Unsere Chaoskrieger mit Zweihandwaffen und hier die Auserkorenen. Ne, ich will die Reihenfolge haben. Sehr gut. Eben das, ob schon alles passt. Und unsere einzige überlebende Chaosbrut. Oh. Arme süße Chaosbrut. Hm. Pass auf dich auf. Ich pass auf dich auf. Keine Sorge. Keiner tut dir weh. So. Kavallerie ist da und Kavallerie ist auch links. Also wir müssen es aufteilen. Und ja, die Kavallerie werde ich dann versuchen mit Feuerbällen so ein bisschen tot zu zaubern. Da wir keinen Fernkampf haben und die sonst ein bisschen nerven können. Das ist halt so eine Sache, wo ein automatisches Gefecht von Vorteil ist. Da ja dieses ganze Plänkeln, was die mit uns machen werden, nicht so zur Geltung kommt, wie es in einer ausgespielten Schlacht eben der Fall ist. Allerdings sollten die auch nicht zu viel Schaden Chaoskriegern anrichten, da Chaoskrieger unglaublich stark gepanzert sind, wie wir hier sehen. Das ist unsere Flut aus elitären Chaoskriegern, die auf die armen Barbaren losgeht. Angeführt von Archon. So. Wenn ihr euch übrigens wundert, wieso ich hier so weit rauszoomen kann, ich glaube, ich schon mal gesagt in irgendeiner Folge, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann erkläre ich euch, wie es geht. Es gibt aber auch ganz viele Tutorials, wie das schon in früheren Total War-Teilen funktioniert. Im Warhammer Total War funktioniert das ganz genauso. Ihr geht in die Preferences eurer Datei-Files und gebt dann bei Default Camera eine 2 an für die Debug-Camera-Version. Und ja, dann könnt ihr unendlich weit rauszoomen, unendlich weit tief zoomen, auch in den Boden rein, durch Gegenstände hindurch, sowas hier zum Beispiel. Ja, man kommt halt auch direkt ganz, ganz, ganz nah dran. Was glaube ich sonst nicht geht, weiß ich nicht genau. Einfach ein bisschen freier. Hat eigentlich keine Nachteile unbedingt. Empfehle ich euch das einfach mal zu machen. Hat auch gar keinen richtigen General. Hier ist alles nur Garnison. Barbaren hat er irgendwo Zweihand. Oh, er hat einige Zweihandwaffen, okay.
Die können ein bisschen wehtun. Aber das wird schon in Ordnung sein. Wenn er es nicht angreift, ich meine, wir haben immerhin Magie. Wenn wir die Magie auch ausnutzen. Chat. Mal gucken, wie weit der Feuerball reicht. 300 Meter, der sollte hinkommen. Holen es gleich schon mal ein bisschen mehr. In Glück nur auf Ziel im Bereich, hey. Zack. Fireball, Jutsu. Und das gleiche nochmal. Kommt er. Sehr schön. Komme ich auch in die hintere Einheit dran? Oi. Sehr schön, der hat gesessen. Der glaube ich, hätte genauso viel Schaden gemacht, fast wie zwei in der anderen Einheit. Okay. Komme ich auf die andere Seite? Ne, hier sind Bäume im Weg, das mache ich mal nicht. Ich denke mal, solange sie mich hier machen lassen, kann ich hier Feuerbälle wirken. Der Malstrom kostet wie viel? 10? Der Feuerball kostet nur 5, okay. Wird sich der Malstrom nicht so sehr lohnen. Ja. Klapp, 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 da sterben sie alle. Ich spule das mal ein bisschen vor hier. Kommt er. Oh, der verfolgt sogar ein bisschen. Interessant. Hier kommen Chaos Verbahnreiter und Hunde. Und Chaos Verbahnreiter. Oh, nicht die Hunde. Ich will nicht in die Hunde. Blöde Hundis. Analysieren und ab die Post. Hauptsache meine Chaosbrut stirbt nicht. Das Einzige, was mich hier ein bisschen interessiert. Bin ich tatsächlich in die Chaos-Hunde reingekommen? Okay. Ich denke mal, sobald hier alles flieht, werden auch die Chaos-Bahnreiter fliehen. Hoffe ich zumindest. Zumindest sollte es ihnen nicht gefallen. Na, oder der Feuerball? Oder kam der schon? Ja, ansonsten ist der Schlachtverlauf so gewesen, wie ich es erwartet habe. Ich schicke meine Chaoskrieger in den Nahkampf und die machen wir waren fertig. Kann gerade mal gucken, so viele Verluste habe ich hier nicht hingenommen. Ein paar immerhin. Boah. Ja, das macht dann eben die Rüstung aus. Trotz Zweihandwaffen, die ja einige
Wir hatten von den Barbaren reicht es dann eben nicht. Und das ist jetzt halt das, was ich meine. Das ist ein bisschen nervig. Dass sie mich jetzt hier so wegkiten können quasi. Ah, aber ich habe ja auch ganz viele von meinen Chaos Verwarnreitern aufgelöst. Die werden jetzt natürlich helfen. Dabei. Wobei, die hier nicht so hinterher schicken, eher die mit den Schilden. Jawohl, da fliehen sie doch. Sehr schön. Und die Sache ist halt, wenn jetzt alle fliehen, die haben ja nichts, wo sie hinfliehen können, da sie in Garnison waren. Also sind sie alle weg. So, und das war eine ausgespielte Schlacht. Wie gesagt, war jetzt nicht so spektakulär, da eben es nicht unbedingt was zu tun gab, außer ein paar coole Feuerbälle. Haben immerhin jetzt dabei fast 200 Mann verloren. Wo die Barbarenreiter die Äxte werfen, oder Speere werfen, was auch immer, gar nicht so unbeteiligt waren. Aber hauptsächlich haben wir wahrscheinlich Barbarenreiter verloren, ja. Und Barbaren. Hier wollen wir... Den kann ich hier wecken. Wer ist das? Ach, schon wieder die Sala. Nee, aber hier gibt es so schön viel Gold. Das sind alles so reiche Siedlungen. Die wurden noch nie ausgeraubt. Ich soll es ja eh ausrauben. Von daher nochmal schön extra Money mitgenommen. Sehr gut. Magieresistenz. Oh, warum nicht? Nehmen wir doch mit. Oh, Kostenfadengebäude. Minus 8% nehmen wir mit. Und wenn es geht, schlagen wir ein Lager auf. Wir können jetzt alle ein bisschen genesen und haben sich wieder lieb. Verteilen einen neuen Fertigkeitspunkt. Können wir gucken, was wir jetzt alles machen können. Mordmaschinen, Fauch des Chaos, Eisenherzen, Vitalitätsverlust. Okay, also weniger schnell fliehen, meine Leute. Das ist natürlich ganz gut. Nahkampfangriff plus 3, nur meine Armee. Was heißt denn feindliche Belagerungszeit minus 1? Da habe ich schon mal gefragt. Ansonsten könnte ich das Hordenwachstum nochmal erhöhen. Ist nicht schlecht. Rekrutierungskosten minus 8% am Minuskommandanten. Ja. Vielleicht wird das mal eine Maßnahme, das hier weiter zu erhöhen. Ja. Das machen wir doch mal. Das nächste ein minus 15, okay. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Jo, und hier war früher mal das Lager der Sarle. Da können wir dann weiterlaufen. Ja, jetzt hat der Wager gar nicht, hat wahrscheinlich immer noch eine starke Armee, ne? Ja. Aber hat nicht mehr 9 Siedlungen, sondern nur noch 7. Und da sind wir nicht ganz um... Er hat die Siedlung ja noch, sorry. Aber... Hat nicht niedergerissen. Die da vorne hatten wir einmal niedergerissen. Ich war der Meinung, der hat auch schon mal 9 gehabt. Oder war das der Skene? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz erfolgreich, haben hier ordentlich Geld in die Kassen gespült. Unseren anderen, dieser Hexenfeuer, dürfen wir natürlich jetzt auch nicht vernachlässigen. Der hat jetzt hier genug Geld, muss sich keine Sorgen machen. Ich kann das Ding nicht... Achso, ich bin im Marsch. Ja genau, da müssen wir noch ein bisschen rekrutieren. Ich will was zum Verfolgen haben. Deswegen nehme ich einmal Barbarenreiter mit. Jo. Genau, und dann, wenn er jetzt hier anfängt, auch mal was zu erobern, Punkte zu bekommen, dann denke ich mal, kommt das dann auch ein bisschen schneller ins Laufen. Was ist das hier? Plus 0. Voraussichtliches Einkommen. Achso, er kriegt 0 Einkommen. Und meine andere Horde. Na, wo sind wir denn? Da. Hat auch plus 0 Einkommen. Also wir haben einfach zu viele Ausgaben gerade. Einzigen Einnahmen, die wir wirklich immer haben, sind durch die Raids. Die Kasse ist auch ziemlich voll. Sieht alles ganz stabil aus, würde ich sagen. Und ansonsten machen wir einfach genau so weiter. Die Imperialen sind wahrscheinlich immer noch auf der Verfolgung. Das heißt, wenn wir anfangen rückwärts zu laufen, dann
laufen wir den wahrscheinlich in die Arme. Ich habe jetzt mein Lager hier aufgeschlagen. Mal gucken, ob wir das 2 Runden halten können, um einfach wieder ein bisschen kostenlos zu genesen. Hier. Genau, damit wir ein bisschen mehr Verstärkung bekommen. Wenn dann hier das Imperium erscheint, geht's weiter. Überlage der Saaler, Konklave der Esslinger. Ich hoffe einfach mal, dass das alles keine Riesensiedlungen sind. Man sieht doch, ja, das hat nur 4 Bauplätze, also 3 extra Bauplätze insgesamt. Das ist also kein Riesending mit einer Riesengarnison. Das sollte doch alles in einem Zuge eroberbar sein. Genau, dann kommen wir bei den Zwergen wieder an. Und vielleicht können wir dann zusammen mit Hagrod Hexenfeuer, der auch schon wieder was gerissen hat, die Imperialen besiegen. So eine kleine Idee im Hinterkopf, weil ich glaube, hier rum kann man wohl nicht. Können wir auch mal ausprobieren. Eigentlich könnten wir ja nochmal weiterlaufen. Ach nee, hier sind jetzt die Scalinger. Nee, mit denen will ich nicht in den Krieg. Nee. Dann lieber hoch zu den Wagern. Alles klar. Auf das könnt ihr euch in den nächsten Folgen so freuen. Und jo, ich sag einfach nur mal bis dahin. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.